Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar hat Wiska Bassa ein neues Video hochgeladen. Das lauteste Fußballstadion der Welt. Und zwar Gala gegen Beşiktaş war er gewesen. Barca-Vlog von ihm hätte ich mir jetzt nicht gegönnt. Ich bin noch kein Barca-Fan, ganz ehrlich. Aber Gala gegen Beşiktaş kann man sich schon geben. Mit der Überschrift, das lauteste Fußballstadion der Welt. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Kroaten oder die Griechen auch sehr laut sind. Vor allem, was da auch schon gegenseitig... ja, einfach Stadionverbote gibt und dort ist ja auch Pyrotechnik ganz groß. Aber die Türken stelle ich mir auch sehr, sehr laut vor. Sehr geile Stimmung und ja, ich würde mal sagen, wir gönnen uns einfach das Video von ihm und let's go. Was geht ab, Leute? Neues Video ist am Start, Digga. Stadionblock, Galatasaray beschickt. Oh. Was ist das hier für ein geisteskrankes Hotel, Freunde? Ihr fragt euch jetzt bestimmt, Anton, wieso bist du in Istanbul? Ich kenne nämlich den Sinan Gümüş von Galatasaray, Freunde. Mein Kumpel Nimmer aus München, der auch... richtige Fußball-Connection hat der. Hat uns beide nämlich connected und es kam dann raus, dass der Sinan mich einfach schon seit Black Ops 2 Zeiten kennt. Und ja, letztes Jahr haben wir dann angefangen zusammen zu zocken, Fortnite und so. Und jetzt hat es eigentlich geklappt, dass ich ihn hier in Istanbul besuche. Ich bin hier insgesamt 4 Tage am Start. Ich werde bestimmt auch noch mehrere Videos machen, aber heute auf jeden Fall Stadionvlog, Freunde. Gala beschickt das. Ich meine sogar, korrigiert mich in den Kommentaren, dass die Galatasaray-Fans den Lautstärke-Rekord im Fußballstadion halten. Bei über 140 Dezibel habe ich heute gelesen. Also krass. Das ist geisteskrank, Leute. Das ist einfach viel lauter als in irgendeiner Diskothek. Ich bin so gespannt. Hier sind einige Gala-Fans hier auch in dem Hotel, Digga, weil das sehr in der Nähe ist vom Stadion. Hier, die loggen sich ein und so. Der Sinan hat mir einfach auch das Hotelzimmer hier spendiert, Freunde. Ich werde aber auch bei ihm zu Hause sein. Sinan, Digga, wenn du das Video siehst, ich küsse dein Auge, Bruder. Vielen, vielen Dank. Da sind die Nächsten mit Gala-Trikots. Das ist auch noch so spannend in der türkischen Liga. Gala hat noch alles in der eigenen Hand, um noch türkischer Meister zu werden. Wir spielen auch noch gegen den Ersten, haben gerade noch 3 Punkte wenig. Ich feiere auch übertrieben, dass dieses Jahr eigentlich alles spannend ist, sei es Champions League, Europa League oder die Ligen. Ich meine, Bayern ist nicht vorzeitig Meister, hier in der türkischen Liga, in der englischen Liga ist es genauso. Aber feiere ich. Aber ein Spiel weniger und sie können heute die Tabellenführung übernehmen mit einem Sieg, weil sie dann auch das bessere Torverhältnis haben. Geschickt, das ist auch noch nah dran. Ich chill jetzt gerade hier noch in der Hotellobby. Ich warte gerade noch auf den Bruder vom Sinan. Der holt mich nämlich ab und dann geht's auch schon Richtung Stadion. Ja. Servus, Jungs. Servus. Hallo. Hi. Der Bruder von Sinan. Hallo. Hier seht ihr schon das Stadion von außen. Wir haben leider echt belastendes Wetter. Ja, madiges Wetter. Leute, ich habe noch nie so viel Polizei gesehen bei einem Fußballspiel. Ne? Da gehen die Spieler rein, Freunde, nachher. Oi, 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 was ist da hinten denn passiert? Ich bin jetzt direkt schon vom Stadion. Es sind noch 2,5 Stunden bis zum Anpfiff. Man kann da vorne schon leicht ins Stadion reingucken. Okay, Digga. Ah ja, dort ist das Hotel, von dem ich gerade bin, mit den Jungs. Der Sinan hat gerade geschrieben, dass er leider nicht im Kader steht. Er kommt nämlich gerade frisch von einer Verletzung. Er ist zwar einigermaßen fit, aber bei so einem Spiel muss man natürlich 1000% fit sein. Es ist natürlich mega schade, ich würde ihn gerne spielen sehen, aber wir werden ihn auf jeden Fall nach dem Spiel sehen und auch die Tage mit ihm ein bisschen abhängen. Kann man leider nichts machen, aber es wird auf jeden Fall trotzdem ein richtig krankes Spiel heute. Hier ist das Ticket draufgeladen. Vamos, dranhalten. Zack, durch. Ah ja, ich bin jetzt von dort reingegangen. Wir gucken jetzt mal ins Stadion rein. Let's go. Oh mein Gott. Oh, Digga. Geiles Stadion. Oh mein Gott. Da oben sind die Beşiktaş-Fans. Wir essen jetzt erstmal was. Oh geil, einfach Döner im Stadion, Digga. Ich höre Killer. Pizza, Döner, Sosli, Köfte. Mein erster Döner in einem Fußballstadion. 20 Lira, ist der Kurs immer noch 7? Dann sind es ja 2,80 Euro oder so. Ich höre Killer. Ja, Digga. Hast du lustige Zwillinge, Digga. Man hört so laut die Beşiktaş-Fans, obwohl die Musik so laut aufgedreht ist. Es wird ausgedämpft, die Stimmung. Jetzt schon echt laut und das Stadion ist nicht mal zu 30% voll. Ich bin so müde, aber ich werde auf jeden Fall gleich wach werden. Ist dem seine Brille eigentlich nur wegen Style oder hat er auch eine Stärke drin? Sieht so komisch aus. Boah, sobald die Beşiktaş-Fans anfangen zu springen, gibt es ein Pfeifkonzert vom anderen Stern hier. Die ist schon laut. Kein Witz, Leute, das Spiel hat nicht mal
begonnen. Es ist so laut hier. Beschicktes Fans packen ihre Handys aus mit Taschenlampe. Sieht krass aus. In 20 Minuten geht's los. Adriano, ehemaliger Barca-Spieler. Aufstellungen von Beschicktes. Gallas Aufstellung. Alter. Was ist das für eine Stimmung? Oh mein Gott. Feier sowas übertrieben, richtig fette Stimmung. Ich meine, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel jetzt hier richtig krass Stimmung ist und bei einem Spiel wie zum Beispiel bei Real nicht mal mehr das Stadion voll ist, ist schon traurig. Mein Kumpel Neymar ist auch da. Die Spieler kommen rein. Krass. Kanu kann einpacken von der Lautstärke, Leute. Geil, ich schon. Ihr seht es vielleicht schon an meinem Gesichtsausdruck, ich bin fix und fertig, wirklich. Also es ist echt ein krankes Erlebnis hier zu sein, die Stimmung ist unglaublich. Aber es ist auch gleichzeitig, mir ist wirklich schwindelig, also es ist nicht die Schauspieler, sondern mir ist echt schwindelig und so. Ich muss erstmal ein bisschen Luft holen. Es ist einfach zu laut, es ist zu krass, die Fans sind verrückt. Wir haben natürlich schon viele gesagt, so anschauen, das wird das Krasseste sein, was du jemals erleben wirst von der Lautstärke und so. Und dann habe ich so gesagt, ja Digga, Camp Nou und so, das kann man nicht toppen. Klar, Camp Nou ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre, das kann man gar nicht vergleichen. Aber ich meine es von der Lautstärke, wenn Beşiktaş im Ballbesitz ist, das ist einfach wirklich, das tut richtig weh in den Ohren, weil alle Leute pfeifen. Kein Wunder, dass da einmal Timo Werner umgekippt ist, als er gegen Beşiktaş gespielt hat. Ich hoffe, geht's gleich ein bisschen besser. Ich habe echt Kopfschmerzen bekommen. Mir ist auch richtig mulmig. Aber 1-0 für Gala, das ist schon mal eine super Nachricht. Aktueller Stand, Tabellenführer. Ich habe einfach das Tor verpasst, ich war drinnen. Galatasaray. Mir ist echt einfach übel, Digga. Ich pack das da innen nicht. Ich fall sonst um wie Timo Werner. Da läuft das Spiel im Hintergrund. Digga, Alter, das hat mich komplett umgeschippert. Gala 2-0 gewonnen. Wir fahren jetzt hier mit der Polizei aus dem Stadion raus. Wir sind jetzt in einer richtig heftigen Shisha-Bar, Freunde. Jetzt zeig ich mal die Location. Richtig krass. Da ist übrigens Dinans Bruder, Freunde. Ja, Mann. Da ist der Verkäufer. Das ist ApoReds Nachbar. Erstmal ein Chai gönn. Und gönnt euch mal diese Shisha. Jawohl, das ist ein Gefäß, Mann. Bei der Brücke. Oh, Digga. Ich hoffe, es kommt noch Cam rüber. Ich hoffe, euch hat der erste Vlog aus Istanbul gefallen. Es wird natürlich noch mindestens ein weiterer folgen und dann mit Sinan Gümüş zusammen, Freunde. Wir werden wahrscheinlich gemeinsam fasten, Barca-Spiel anschauen und. Und ja, das Video kommt dann auf jeden Fall am Mittwoch online. Also, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Hier kommt die zum letzten. Okay. Also, schon echt geile Stimmung. Ich denke schon, also, wenn die mit 140 Dezibel das lauteste Stadion sind oder die lautesten Fans sind, ist schon krass. 140 Dezibel, muss man sich mal vorstellen. Ich meine, das ist schon heftig. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert auf jeden Fall Wizka Barca. Ich meine, der schaut sich mehr oder weniger die meisten Barca-Spiele an. Barca feiere ich jetzt nicht so, aber das Video
konnte man sich auf jeden Fall geben, feiere ich übertrieben. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, folgt mir auf Instagram und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.